Level 137. Sicher. Gesichert. Frei von Entitäten. Euer Leben Schwierigkeitsklasse 0. Level 137 ist eine Gruppe von Arbeitsräumern, die mit spürbar alterndem Holz gebaut wurden. Level 137 ist ziemlich hell, da jeder Raum mindestens eine Kerosinlaterne oder Kerze enthält. Das gesamte Gebiet ist mit dem bedeckt, was ursprünglich als Staub angesehen wurde, aber später wurde es als Pulver wahrgenommen, der aus Mottenschuppen hergestellten Klumpen, Windspiele und Flaschen gehört. Diese wurden in verschiedenen Ecken gefunden, aber es wurde keine Quelle identifiziert, von der diese stammen. Der erste Raum Level 137 enthält einen Mahagoni-Schreibtisch, 4 Türen und eine Vitrine an jeder Wand. Diese Vitrinen enthalten verstorbene Exemplare verschiedener Mottenarten, die mit 2 Schrauben unter ihren Flügeln auf der Rückseite des Gehäuses gehalten werden. Diese Vitrinen sind vollständig gefüllt und mit einem Schlüssel verschlossen. Der Schreibtisch in der Mitte war im Allgemeinen sauber und hielt verschiedene Poster, Papiere und Zeitschriften, die in unleserlicher Handschrift verfasst wurden. Nachdem diese Materialien jedoch zur Untersuchung genommen wurden, wurde es auch mit Pulver bedeckt. Von hier ist jeder Raum identisch. 4 Türen auf jeder Seite mit Vitrinen, die jede Wand säumen. Die meisten dieser Vitrinen sind entriegelt und entweder teilweise oder vollständig leer. Wohl einige von ihnen verstorbene Mottenproben haben. Es wurde berichtet, dass einem Raum eine zerschlagene Vitrine gibt, obwohl diese Behauptung unbekannt ist. Die Inspektion der Mottenproben hat ergeben, dass sie einen Schlitz in der Unterseite ihres Bauches besitzen und völlig keine inneren Organe oder Strukturen besitzen. Das Berühren des Inneren der Exemplare führt dazu, dass sie ihre Flügel und Anhänger vorübergehend bewegen, was wurden keine Mittel entdeckt, sie für längere Zeit wiederzubeleben. Ein einzelnes Exemplar wurde von MAC-Agenten entnommen und zur Basis Alpha gebracht. Weitere Forschungen zu Exemplaren sind im Gange. Sie rutschte auf die Knie. Ihre gefalteten Flügel drückten unangenehm hinter ihr auf den Boden. Langsam hob sie ihre Hände bis zu ihrem Gesicht, faltete ihre Hände um den glatten Raum, in dem sich normalerweise ein Mund befinden würde, und weinte leise. Sie hatte Jahre damit verbracht, ihr Handwerk in der Studie zu perfektionieren. Die Schaffung von Leben, auch wenn es so klein war, wie diese Kreaturen in ihren Fällen gehalten wurden. Es war ein schwieriges Unterfangen. Der Verlust von auch nur einem von ihnen war verheerend. Sie schaute nach vorne auf den leeren Raum, wo sich ihre jüngste Schöpfung einst befand. Es war genommen worden, während sie weg war, als sie nach Materialien suchte, um die leeren Räume in ihren kleinen Körpern zu füllen. Sie lehnte sich nach vorne, drückte ihre Antenne gegen die Wand und stellte ihren Schulranzen neben sich. Nach einem Moment der Ruhe drückte sie ihre Handfläche gegen den pulverförmigen Boden und drückte sich nach oben, bis sie stand. Es gab andere, die sie gebrauchen könnten. Sie müsste einfach weitermachen. Sie hob ihren Schulranzen auf dem Schreibtisch, öffnete ihn langsam und produzierte den Schlüssel zur Vitrine zu ihrer Linken. Sie starrte es einen Moment lang an, bevor sie auf ihre neuen Materialien zurückblickte. Eingänge und Ausgänge. Nur ein Eingang zu Level 137 wurde entdeckt, eine gealterte Holztür in Level 2. Die Tür besitzt keinen Griff und verschiedene Kratzspuren umgeben das Loch, wo dieser Griff sein sollte. Das Lokalisieren dieser Türen ist aufgrund der Größe von Level 2 im Allgemeinen schwierig, aber verschiedene Wanderer haben berichtet, dass sie von Geräuschen von Flattern und Windspielen angezogen wurden. Innerhalb von Level 137 gibt es verschiedene Ausgänge, obwohl es zu diesem Zeitpunkt keinen offiziellen Leitfaden dafür gibt. Berichten zufolge führt das Verlassen von Level 137 direkt zu Level 19, aber mindestens 2 Entdecker sind in Level 24 eingetreten, indem sie Level 137 verlassen haben.